Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Man sieht die aus der... Nee, das ist der Adaptosaurus. Da sind sie. Die waren hinterm Hügel, aber die musstest du noch übler sehen wie die anderen, ne? Alter, sind die riesig. Wir haben in letzter Folge die Dreadnoughts rausgebracht. Die haben Kohabitationsproblem mit den Adaptosauren. Was ein bisschen blöd ist, ehrlich gesagt. Aber ansonsten stecken wir noch die Adaptosauren mit den... mit den Ankylosauren in ein Gehege. Machen wir hier einfach einen Zaun durch. Also hier so entlang. Und tun dann die Paras raus und alles. Und dann sollte das doch ganz gut klappen, oder? Gehege. Zu nah an dem. Oh Gott. Weil jetzt laufen die auch die Stiege schon hier durch. Und das ist scheiße. So. Aber jetzt müssen wir die Adaptosauren rauskriegen. Adaptosaurus. Was ist noch ein Adaptor? Ich muss die ganzen Stegos und die ganzen Gallis rauskriegen. Wohl rein theoretisch könnte ich wahrscheinlich die Gallis auch hier drüben lassen. Wir haben so viele Gallis mittlerweile. Ja, der müsste die Aufgabe relativ bald erledigt kriegen, oder? Perfekt. Der den Adaptosaurus gleich noch mit. Nein, ihr lauft jetzt bitte nicht darüber. Auch betäubt werden und der natürlich dann auch. Da muss ich meine ganzen Ankylos noch finden. Jetzt ist er danach da drüben gelaufen. Aha, ach nee, komm schon. Na dann, gut. Jetzt muss er auch betäubt werden. Der müsste ja relativ flott gehen. Gut. Du musst mir leider den auch betäuben, ansonsten wird das hier nichts. Dann Transport. Da ist ein Adaptosaurus, der muss nach hier drüben. Außer festlegen. Sammle Produkt ein. Dann Mehrfachauswahl. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Gut. Da ist der Nächste, der das jetzt will, oder was? Lecko mir. Jetzt ist der Zaun wenigstens dicht, das ist schon mal vorteilhaft. Für
Ich habe noch einen Adaptosaurus gefunden. Produkt unterwegs. Er wird schon abgeholt. Produkttransport wird durchgeführt. Ist halt blöd, dass man das so machen muss, aber mei. Transportiere Produkt. Produkttransport im Gange. Es ist für das Beste der Tiere. Dann haben wir keine Kohabitationsprobleme mehr und. Produkt zugestellt. Jetzt muss ich das dann nochmal kontrollieren, dass ich auch wirklich alle am Ende gefunden habe. Kommt auf die Liste. Weil das kann natürlich jetzt. Produkttransport beendet. Was ist mit seinem Komfort denn jetzt schon wieder? Wurde ja, die Adaptos sind ja gleich weg. Was ist mit dem Komfort? Weil zu wenig Wald. Schauen wir mal, Busch. Machen wir hier halt draus Wald. Du hast den Rest noch nicht entdeckt gehabt. Deswegen, ich nehme dir das jetzt auch gar nicht übel. Das wird jetzt ein Waldsee. Wir machen da draus jetzt einen Waldsee. Ganz simpel. Schau. So einen riesen Wald. Produkt in der Luft. Das kann doch nicht sein, der muss doch langsam mal hier. Pflanzliche Fasern. Transport hat begonnen. Transport im Gange. Produkt wurde transportiert. Das wird einfach so eine Wald. Grenzung hier lang. Also jetzt langsam kannst du mir echt mal auf den Sack gehen. Sucht euch einfach euren blöden Gebiet. Ihr seid die ganze Zeit zufrieden und jetzt geht ihr euch auf den Sack. Waren es nur zwei? Achso, die anderen sind mir gestorben, ne? Zustellung wurde abgeschlossen. Ihr seid zufrieden, ihr seid auch zufrieden, ihr seid sowieso überall zufrieden. Er muss nur den richtigen Punkt finden. Jetzt sind wir bei 92%, von daher ist doch alles gut. Er ist auch zufrieden. Sucht euch eure Gebiete einfach. So schwer kann es ja gar nicht sein. Gut, weißt du was? Ich hätte hier gerne einen. Ich kann ihn noch gar nicht, weil ich ihn noch gar nicht erforscht habe. Forschung. Forschung. Wir forschen gerade nicht. Von daher. Hier haben wir alles soweit erforscht. Dich kann ich erforschen. Dafür brauche ich ein gutes Team. Uff, die Kombi ist immer schwer zu finden. Aufgabe starten. DNA Bionicis. 150 Agenten in deiner Anlage. Ja, das muss ich noch erhöhen. Dann forschen wir doch mal an dem spannendsten Tier, was wir haben, einem T-Rex. Dafür brauchen wir T-Rex-DNA jetzt erstmal. Allosaurus, Brachiosaurus, Kernotaurus, Diphilus. Auf der zweiten Ebene. Velo, Allo, Dilo, Dimitron. Adapto bei Kerno Compensanto. Tyrannosaurus. Gut. Ihr zwei. Hier haben wir sicher noch einen T-Rex irgendwo. Da. Expeditionslimit erreicht. Hm. Ich kann bestimmt noch irgendwas erforschen.
Wir müssen jetzt Mayhem gehen damit. Günstiger Expedition, schnellerer Transport. Automatisch, das ist super. Ich brauche eh den kompletten Rest. Gebäude-Upgrades, die Leistung der zugehörigen Parkteams verbessern, das ist super. Das kann ich nicht. Warum? Wissenschaftler-Limit 3. Ne, kann ich schon machen. Gut, aber Stück für Stück wird es ja dann. Ich würde dann hier nicht dieses typische T-Rex-Gehege hinsetzen. Das können wir jetzt eigentlich auch mal einfach schon platzieren, einfach weil wir es können. Das müsste aber für einen T-Rex auch reichen dann. So, wo liege ich jetzt? Ah, wie ist das teilweise? Zack. Ich will es ein bisschen angepasst machen schon. Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dann hier einen Zaun hin mache, soll der müsste eigentlich gleich einer los sein, oder? Kollege schon unterwegs? Kriegt von mir noch eine neue Einfahrt direkt. Euer Türchen hier. Okay. Krankheit ausgebrochen. Forschung beginnen, bitte. Fotografiere den Saurier mit Tollwut. Wo ist das Fahrzeug? Direkte Steuerung. Tollwut 4, Tier. Was da alles im Hintergrund rumläuft. Jetzt müssen wir nur warten, bis die restlichen Kollegen fertig sind. Sonst wird die Tollwut ausbrechen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Da müssen wir jetzt halt auch nun warten können, ne? Auch wieder eine Zwischendurchfahrt. So. Komm, ein Forschungsteam muss fertig sein. Wir müssen jetzt Tollwut erforschen. Auffüllen, auffüllen. Gut, Forschung ist da durch. Dann. Jetzt geht's mal selber. Falsche. Medizin, Tollwut. Vielleicht wird es dann schneller? 27 Sekunden, das passt eh. Aber wir haben jetzt hier den Dreadnought erforscht. Ist natürlich auch nicht schlecht. Das muss jetzt schnell vorangehen, ansonsten haben wir einen Tollwutausbruch. Und das wäre nicht schön. Wenn es ist, war eh noch ein Durchgang hier. Hinten ist noch ein Durchgang. Ist der Durchgang ins neue Gehege? Da ist noch ein Durchgang ins neue Gehege. Und wie scheint, kannst du eh über die Linien einfach drüber fahren. Also sind Tore da eigentlich mandatory unnötig. Gut. Unser Krankentransport müsste jetzt auf dem Weg sein. Was ist das? Das mache ich jetzt. Habe ich jetzt Bock drauf. Direkt schon. Komm mal. Let's go!
In die Arschritze. Tollwut ist erledigt. Also es hat echt eine Türrahmen bekommen. Leck mich aber schon. Kann ich hier echt so eine Ego-Perspektive? Kann ich hier hingehen und dann so eine Ego-Perspektive? Und dann kann man rein... Was ist der Geniter? Ach, lol. Ich kann mich hinknien. Licht aus, Licht an. Okay. GUI ausblenden. Schaut schon cool aus, ne? Müssen wir gleich mal ein Foto von machen hier. Screenshot aufgenommen. Rein theoretisch wäre genau das die Ecke, die noch perfekt zu diesem Gehege dazu passt. So, wie schaut es mit unseren Bergungsstätten aus? Die braucht noch. Okay. Dann wieder zurück zum Forschungsmenü. Ja, da befinden wir uns jetzt down gefühlt, aber wir müssen da ja auch langsam mal was hinkriegen. Das würde ich jetzt auch gerne noch erforschen. Oh, die wollen alle auf Urlaub. Hey, können wir bestimmt die schnappen. Ah, dich brauche ich. Ich muss dich leider mal noch entführen dazu. Die restlichen Kollegen dürfen... Ah, du bist in Aufgabe drin. Ich kann dich trainieren, richtig? Ah, schau, jetzt kann ich hier Trainingspunkte 8 sagen, du wirst eine sehr gute Genetikerin. Und kann sie upgraden. Cool. Genetik Stufe 10. Bestimmt kann ich die aber auch dann auch gleich alle upgraden. Da warten wir noch drauf und dann tun wir das Team upgraden. Dann sind wir die. Haben wir hier nur Banger. Warum? Was habt ihr mit dem Stego gemacht? Wer hat den Stego betäubt? Da passt man einmal nicht auf, tun sie aus Spaß Stegos betäuben. Fehlender Wald. Leute, ihr habt Wald. Was ist mit euer... Schauen wir schon, ist hier den Wald bis hier hin. Fehlender Wald, das ist ein Blätterbaum. Solange die noch zufrieden sind, bin ich gut dran, weil dann... Jetzt sind sie auch zufrieden, gut. 97%, weil Blätterbaum noch nicht so viele da sind. Und eure Blätterbaum wachsen jetzt im Wasser bei uns. Das ist eigentlich genau das, was ich nicht unbedingt wollte. Ja, jetzt hat 100%, gut. Zeit mal wieder vorspulen, sonst dauert das alles wieder so lange. Ich glaube, wir müssen ein zweites Fossilienzentrum bauen. Könnte ich das vielleicht noch oder geht es überhaupt gar nicht? Damit ich mehr forschen kann? Nee. Personalzentrum habe ich hier noch. Ein Schutzraum ist, befindet sich hier. Zwei Personalzentren sogar. So, Upgrade. Brutstätte fertig. Jetzt haben sich die ganzen erholt. Bedeutet, jetzt können wir auch hier reingehen unter Wissenschaftler. Ihr kriegt mal kurz von mir bei den Training. Und zwar. Beide mal ein bisschen upgraden. Mehr geht eh nicht. Ihr seid dann voll geupgradet. Du darfst dich ausruhen, genauso wie du dich ausruhen darfst. Jetzt gehen wir von oben nach unten durch. Du hier trainieren. Ja, okay, passt auch so. Sei ein 10er mit Logistikstufe. Schick. Dich kann ich doch bestimmt auch noch trainieren. Ich bringe dich sogar ein Maximum deines Wissens. Du bist auf einer Expedition. Dich kann ich trainieren. Cool. Du bist... schon aufs Maximum trainierst. Du bist schon trainiert, glaube ich. Genau, ja. Dich kann ich nicht trainieren, weil du bist auf Expedition. Dich kann ich trainieren und du wirst mein 10er Wohlbefinden. Finde ich super.
Jetzt habe ich in jeder Art und Weise jemanden, der was kann. Das ist super. Bedeutet, es bringt mir halt auch was beim Forschen was, ne? Das nervt mich, dass das immer aufleuchtet, aber ich kann den Knoten halt noch nicht erforschen. Kann ich sonst irgendwas erforschen aktuell? Nein, gesperrt, gesperrt, gesperrt. Hier unten habe ich... Ne, hier habe ich... Doch, habe ich alles durch. Hier habe ich auch alles durch. Jetzt aber... Ne, von unten hatte ich doch noch was, oder? Irgendwo hatte ich noch was. Hier. Zum Beispiel... Zeige ich nicht genau, dass ich auf 9 komme, oder was? 5 und du. Zack. Das hier hätte ich gerne noch. Jetzt muss ich halt das mit 2 Sechsern machen. Ja, dafür brauche ich 16. Aber dann habe ich auch fast alles durch, eigentlich. Strom habe ich auch schon alles durch. Also mehr geht jetzt dann auch nicht mehr. Ja, ja. Dann tun wir nicht den anderen Kollegen hier vielleicht direkt hinsetzen. Expedition wurde beendet. Ah, wenn die Expedition gerade durch ist, warte mal. Wo sind die zwei Kollegen, die auf der Expedition gerade waren? Nicht zugewiesen. Du hast noch Trainingspunkte. Perfekt. Du hast aber auch noch Trainingspunkte. Du bist ein 10er hier und ein 6er hier. Und darfst jetzt ausruhen. Cool. Dann würde ich gerne ins Forschungszentrum gehen. Fossilien anschauen. Und das sind die, die wir jetzt bekommen haben. Tun wir das schlau so kombinieren. Gut, jetzt wird das auch erforscht. Habe ich jetzt rein theoretisch genug Wissen, um das eine noch zu erforschen? Ne, sogar weniger Wissen wie davor. Goddammit! Ich hätte gerne so eine Live- und... Achso, ich mache gerade weniger. Ja, dadurch, dass ich jetzt wahrscheinlich gerade alle im Wissen gehoben habe, wurde es teurer. Sobald ich mit Forschen durch bin, ist es mir wurscht, dann tue ich die wieder entlassen. Beziehungsweise, wenn ich merke, ich brauche es nicht mehr, dann lasse ich es halt. Dann wird mein Umsatz wieder steigen und zwar, glaube ich, ums 500-fache. Aber aktuell ist es mir auch ja tendenziell wurscht. Solange das alles läuft, ist alles gut. Na komm, na komm, na komm, na kommt. Bringt was voran. Ich muss die Minen auch gleich wieder bearbeiten. Bedeutet, ich sollte jetzt, warte mal noch eine Sekunde, zack, jetzt könnte ich nämlich hier doch hoffentlich unten bei der Forschung mit dich noch schnappen. Zack, 6, 12 und dann nehmen wir dich noch. Die eine schicken wir schnell in den Urlaub. Dann gehen wir in die Mine, denn jetzt müssen wir auf Stufe 4 hier unten. Von diesem komischen Wieser wieder. Wie ist der Triceratops auch wieder das finden? Triceratops. Das ist lustig, wenn es. Das ist ein. Ernsthaft? Ihr beide macht es bitte. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.